Das ist auch sehr interessant. Also die können sich dadurch, dass sie Menschen töten, heilen sie sich selber, weil sie fressen sie höchstwahrscheinlich auch. Ne? Keine schöne Vorstellung, jedenfalls für mich nicht. Aber wie gesagt, ist ziemlich realistisch. Weil ich denke mal nicht, dass sie die Menschen in echt unberührt lassen würden. Jedenfalls einige von ihnen. Als Fleischfresser. Puh, das war knapp. Das war knapp. So. Manche werden jetzt vermutlich sagen, das war klar, dass du Command & Conquer reinschiebst. Ja, Command & Conquer ist halt mit meiner Lieblingsreihe, was Strategiespiele angeht. Neben Civilizations, und da diese Kampagne nicht so lange geht, dachte ich, passt das ziemlich gut. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Wie gesagt, bei der Ameisenkampagne von Alarmstufe Rot müsste ich nochmal gucken. Ich weiß auch nicht, ob es die auch für PC gibt. Davon mal ab, dass meine PC-Version leider nicht mehr so wirklich funktioniert. Was ich ziemlich schade finde. Das heißt nämlich, höchstwahrscheinlich werde ich dann die PlayStation-Version nehmen müssen. Also das wird dann sogar noch einen Ticken schwerer für mich dann. Weil ich dann nämlich nicht speichern kann. Sehr gut. Wir müssen halt aufpassen, dass sich unsere Grenadiere nicht gegenseitig töten. Durch ihren blöden Ketten, durch ihre blöde Kettenreaktion. Aber noch haben sie gute Gesundheit. Sehr schön. So, dann schicken wir den mal wieder vor dem Wüstenjäger. Beziehungsweise haben wir, wie er ja bei Generäle Stunde 0 und Generäle genannt wird. Ne? Also das ist die Einheit, die auch tatsächlich bei Generäle auftritt. Für die westliche Allianz, beziehungsweise die USA. Sehr schön. Wir kriegen Not-Mods. C-Krieger, die wir leider auch nicht wirklich gebrauchen können. Also C-Krieger, Abkürzung für Chemiekrieger. Und Bazookas. Also die Bazookas und die Not-Mods können wir am ehesten gebrauchen. Die C-Krieger, die kann man leider total vergessen. Genauso wie die Flamme der Läuterung. Gegen Infanteristenansammlungen sind sie klasse, aber so sind sie leider unbrauchbar. Aber die Not-Mods sind gut. Die sind sogar sehr gut. Sind schnell und sie haben Raketen. Die behalte ich aber erstmal in der Hinterhand. Und wie gesagt, die Jungs, die kann man nicht gebrauchen. Leider nicht. Die haben eine zu kurze Reichweite und eh die Dinos da sind und die anfangen zu feuern, sind sie tot. Also es ist eigentlich eher ein gefundenes Fressen für die Dinos, wenn man so will. Die muss man tatsächlich schon aus der Distanz heraus bekämpfen. So, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt, ich glaube, 12 Bazookas, wenn ich das richtig sehe, und 5 Grenadiere sollten wir hinkriegen. Ich weiß auch nicht, wie viele Verstärkungen wir kriegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht die letzte Welle war an Verstärkung, die wir kriegen. Man muss hier wirklich genau hingucken, weil wir haben hier kein Radar zur Verfügung. Deswegen, also man muss hier wirklich so ein bisschen gucken. Und vor allen Dingen, ich glaube, es gab kein Szenario der alten Kampagne so viele Bäume wie hier. Also es gab vielleicht so vereinzelte Ansammlungen mal, aber jetzt nicht so ein riesiges Waldgebiet, sag ich jetzt mal so, wo man jetzt gesagt hätte, wow. Ja. Das sollte nicht passieren. Vor allen Dingen, jetzt habt ihr es auch nochmal gehört. Also Eva sagt auch Nord-Einheit zerstört. Damit wisst ihr auch definitiv, wir haben die Bruderschaft von Nord genommen als erstes. Ne, und je nachdem, wie viel Zeit wir danach noch haben, nehmen wir sonst auch noch die GDI mit. Danach, aber jetzt erstmal nur Nord. Ja, und die Viecher machen ordentlich Schaden, wie man sieht. Unser Humvee ist jetzt zur Hälfte im Eimer. Also die können wirklich nur zwei Schläge ab und danach sind sie komplett kaputt. Also das geht echt ziemlich schnell. Auch ein Grund, warum ich die Fahrzeuge eher nicht so gerne gegen Dinos einsetze, außer zur Aufklärung. Da ist noch einer. Da. Na.
Und weg. Hau ab. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt so, aber so, dass du da wegkommst. Sehr schön. Von unten kommt jetzt noch nichts. Also man muss auch immer wieder mal einen Blick nach unten werfen, weil es kann immer wieder mal passieren, dass plötzlich ein Dino hinter uns auftaucht. Das kann auch vorkommen. Haben wir ja schon das eine Mal gehabt, dass da plötzlich einer hinter uns war. Speichere das nochmal eben. Moment. So. Na, ist hier noch eine? Nein. Mal weiter. Auch nicht. Da ist tatsächlich noch einer. Hau ab! Ja, aber nicht direkt in seine Arme. Verschwinde! Der ist zu schnell für ihn. Jo! Ja, war klar. Ja. Wie gesagt, die Viecher sind saumäßig stark. Leider. Gut, aber ich glaube, das Gebiet oben ist jetzt frei von Dinos, so wie es aussieht, weil wir müssen hier in diesem Gebiet nämlich alle Dinos erledigen. Sonst schaffen wir die Mission nicht. Also es ist eigentlich das Standardziel. Alle Dinos töten, die uns in die Quere kommen. So, dann nehmen wir nochmal einen Wüstenjäger dafür. Die GDI-Wächte müssen dafür herhalten. Ah ja! Diesmal kommt ein Stego. Bereiten wir ihnen doch gleich mal einen heißen Empfang. Dadurch, dass sie so schön langsam sind, ne? Und die Notmods so schön schnell sind. Jo, erledigt. Damit dürfte der Weg für die nächste Verstärkung gleich frei sein. Bin mal gespannt, wann die kommt. Könnt ihr mir vorstellen, dass dadurch, dass wir die Dinosaurier da jetzt erledigt haben von unten, dass dadurch dann anfängt, so ein Timer dann quasi zu laufen, so ein unsichtbarer für einen Auslöser. Scheiße! Direkt in die Arme gefahren. Sowas passiert mir leider öfter. Jo, super. Der wurde von seinen Mitkämpfer zerfetzt. Mist. Können die Grenadiere nicht mal vorderster Front stehen, bitte? Aber die zerhauen mir meine ganzen Bazooka, also finde ich nicht so geil. So. Jetzt habe ich mir fast den zweiten Wüstenjäger versaut. Mist. Ah, oh, ja. So viel mal dazu. Da habe ich mir gerade den nächsten Wüstenjäger versaut. Toll. Wie gesagt, dadurch, dass man kein Radar hat, ist das echt eine fiese Geschichte. Aber man muss wirklich jeden Baum genauestens absuchen. Und vor allen Dingen dadurch, da wir zwei Zugänge haben, muss man auch aufpassen, wo die Dinos hinrennen. Das lief jetzt gut. Schnell speichern. Lalala. So. Nicht ganz so schnell fahren, bitte. Wir müssen vorsichtig sein. Da ist nämlich noch einer. Weg, 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 weg. Oh, da sind sogar zwei. Shit. Die folgen uns beide. Weg da. Hau ab. Okay, okay. Puh. Beide erledigt. Puh. Ja, einfach ist es nicht. Das hat aber auch keiner gesagt, dass es einfach ist. Also es sind echt knackige Missionen. Die ersten beiden gingen noch, aber die dritte, die ist echt nicht ohne. Aber ich finde, die schwerste ist die letzte. Die ist am allerschwersten.
Jedenfalls aus Sicht der GDI. Ich weiß nicht, wie es mit Nod aussehen wird. Weil das ist die Mission, die ich noch nicht gemacht habe. Mit Nod, privat. Aber ein bisschen Spannung soll ja auch für mich noch drin sein. Auch wenn ich hier gerade genügend angespannt bin, ehrlich gesagt. Weil ich falle jedes Mal auf die Dinos hinterm Baum rein. Jedes Mal. Lauert hier auch noch einer? Irgendwo da lauert doch bestimmt noch einer. Da. Fahr doch nicht so nah ran, Mensch. So. Jo, funktioniert ganz gut. Wunderbar. Ist jetzt nicht unbedingt die feine englische Art, aber immerhin. Ich sag mal so, die Verluste halten sich dadurch noch ein bisschen geringer als sonst. Ich glaube, ansonsten würde ich erheblich mehr verlieren. Ach, Mensch! Hau ab! Und vor allem, wir müssen die Dinos immer so lenken, dass sie auch ja schön oben rumgehen, nicht unten rum. Sehr schön. Ich bin mal gespannt. Bald müsste die nächste Verstärkung eintreffen. Es sei denn, das Spiel kriegt es mit, dass ich speichere und sagt dadurch, nee, jetzt verzögere ich die Verstärkung. Das kann natürlich auch sein. Wäre fies, aber wäre auch irgendwo cool, wenn das Spiel das mitkriegen würde, ja, der speichert, jetzt verzögere ich mal die Verstärkung. Das wäre auch so eine arschige Tour. Na, na. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo einer. Da ist noch einer. Und zurück. Weg! Hau ab! Perfekt. So. Schauen wir mal weiter. Oh, au ab. Oh, zwei. Ui. Ui, 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 ui. Weg, 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 weg. Kommt der andere von unten? Nee. Oh, gut. Vor allem dadurch, dass sie so viele Ziele plötzlich auf einmal haben. Ja. Sehr schön. Weitere Verstärkungstruppen, die C-Krieger. Ich wollte die C-Krieger haben. Die können wir nicht gebrauchen, kommen gleich rüber. Theoretisch könnte ich sie auch als Kanonenfutter benutzen, aber ehrlich gesagt, nein. Habe ich nicht vor. So. Ihr seid Team 4, Verstärkungstruppen. Ich hatte vorher nur die Flammen der Läuterung drin. Kann man mal sehen. Und natürlich noch weitere Bazooka-Kämpfer, das ist besonders gut. Und dadurch kriegen wir die Dinos bestimmt noch eher kleiner als ohnehin schon. Jetzt warte ich erstmal, bis sie sich neu formiert haben. Team 2. Perfekt. So. Dann schauen wir mal. Nö, da ist nichts. Ich meine natürlich, hey. Wer braucht schon Horrorspiele? Ich hole mir lieber bei sowas einen Schrecken. Oh weia, scheiße. So, das dürfte hier das hier soweit gewesen sein, ne? Ja, ich glaube, das war's hier. Also hier unten dürfte jetzt nichts mehr sein. Gut, dann würde ich vorschlagen, die Notmods fahren schon mal rüber. Die Jungs fahren auch hinterher. Ja, genau, sehr gut, Lars. Genau wie die Jungs.
Gleich kommen zig Dinos aus den Bäumen gesprungen und hauen alle weg. Apropos Dinos. Guck mal, was da kommt. Ein Triceratops. Ja, ich muss nachgucken, damit ich weiß, was das für Dino ist. Ich weiß, Schande über mich. Ja, das ist jetzt natürlich richtig toll. Jo, erledigt. Sehr gut. Da ist ein Bazooka-Infanterist dabei. Na, hoffentlich geht das gut. Soweit ich weiß, beziehungsweise soweit ich hoffe, aber soweit ich das auch weiß, dürfte sich jetzt nur noch ein Dino drüben befinden. Und zwar der stärkste von ihnen. Dann schauen wir mal, dass wir den auch noch klein kriegen. Ist mal etwas anderes, wie gesagt. Viele Nicht-Basis-Missionen. Aber ich finde, in so einem Fall ist es auch tatsächlich durchaus angemessen, dass hier keine Basismission vorhanden sind, weil das macht es ein bisschen schwieriger. Da habe ich echt nichts gegen. In Ordnung. So. In Ordnung. Ich glaube, irgendwo da oben dürfte er sein. Bestätigt. Na? Wo bist du? In Ordnung. Breche auf. Da oben bist du. Das ist nämlich ein Tyrannosaurus, wie man sieht. Da kommt ja noch einer! Was? Scheiße, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass da noch einer kommt. Jo! Ja, das geht ja voll nach hinten los. Aber wir haben es geschafft. Oh. Doch noch ein bisschen verlustreicher geworden. Errichten Sie einen Stützpunkt in der Region. Allerdings nimmt der jährliche Revierwechsel der örtlichen Tierspezies seinen Weg mit durch dieses Gebiet. Also hüten Sie sich vor Angriffen. Ja, klingt auch nicht viel besser. Aber immerhin, wir haben eine Basismission. Die einzige. Und was übrigens besonders ist, wir können hier Stacheldraht bauen. Mit der GDI können wir eine andere Zaunart bauen. Aber ehrlich gesagt, das werden wir wohl kaum nutzen. Kaum bis gar nicht. Also das ist eine klassische Mission, kann man wirklich so sagen. Heißt Basisbau und Gegner platt machen. So. Dann erkunden wir hier nochmal ein bisschen. Und ja, es werden immer wieder Angreifer kommen. Und hier sind noch mehr Dinos. Also an Dinos mangelt es hier wirklich nicht. So, dann bauen wir gleich eine zweite Raffinerie. Weil die werden wir auf jeden Fall brauchen. Und wir haben, ich glaube, 4 Zugänge sind das. 1, 2, da oben ist einer, 3 und da ist einer, 4. Und die beiden oben sind, glaube ich, besonders gefährdet. So, dann bauen wir erstmal eine Hand von Nord. Damit wir uns eine kleine Abwehr aufbauen können. Großkraftwerk und Raketenwerfer. Ist übrigens weiterhin das unzensierte Patch, also das habe ich immer noch. Ne, deswegen kann ich das wahrscheinlich auch spielen. Ich weiß nämlich nicht, ob das regulär spielbar wäre, ich glaube aber nicht. Deswegen denke ich auch mal, dass das Inhalt des Patches ist. Sofern der dann noch vorhanden ist, werde ich den auch gerne in der Videobeschreibung verlinken. Also falls ihr selber Command & Conquer Spieler seid und Fans seid und das gerne mal selber spielen wollt, verlinke ich den Patch in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das mal selber in Augenschein nehmen. Einheit bereit. Wird gebaut. Wir werden übrigens gleich noch was Interessantes feststellen, sobald das Flugfeld gebaut ist. Dann werdet ihr auch sehen, was ich meine. Das fand ich nämlich sehr interessant, als ich das beim ersten Mal gesehen habe.
Einheit bereit. Wird gebaut. Jawohl. Ich bin mal gespannt, wann die ersten kommen. Einheit bereit. So, Bazookas mitkommen.